warum Kinderberücksichtigungszeiten so wichtig sind. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das gesetzliche Rentenrecht kennt einige rentenrechtliche Zeiten, wie zum Beispiel Beitragszeiten, Kindererziehungszeiten, Wehrdienstzeiten, Pflichtbeitragszeiten als Teil von Beitragszeiten, Anrechnungszeiten, Zurechnungszeiten und Pünktchen, vieles mehr. Diese genannten Zeiten wirken sich zum einen auf die Wartezeit für eine bestimmte Altersrente aus und auch auf deren Rentenhöhe, entweder direkt oder indirekt. Wer ein Kind in Deutschland erzieht, bekommt neben den Pflichtbeitragszeiten aus der Kindererziehung auch noch sogenannte Kinderberücksichtigungszeiten zuerkannt. Kinderberücksichtigungszeiten sind nach § 57 SGB VI rentenrechtliche Zeiten. Und die Kinderberücksichtigungszeit für die Zeit der Erziehung eines Kindes bekommt ein Elternteil von dem Tag der Geburt bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres, wenn er in diesem Zeitraum das Kind auch tatsächlich erzieht. Also Beispiel, das Kind wurde am 19. Oktober 2021 geboren. Die Kinderberücksichtigungszeit beginnt am 19.10.2021 und endet am 18.10.2031. Wenn das Elternteil selbstständig ist, also selbstständig beruflich tätig ist, bekommt er oder sie die Kinderberücksichtigungszeit nur dann anerkannt, wenn sie mehr als geringfügig selbstständig tätig ist und ihre selbstständige Tätigkeit auch noch rentenversicherungspflichtig ist. Die Kinderberücksichtigungszeiten für die Kindererziehung haben zwei ganz große, wesentliche Funktionen. Sie wirken sich positiv auf die Wartezeiten der 35 Jahre und 45 Jahre aus. Sie sind für die 3/5-Belegung einer Erwerbsminderungsrente eminent wichtig. Und die Kinderberücksichtigungszeiten können sich direkt oder indirekt auf die Rentenhöhe auswirken. Direkt, weil unter bestimmten Voraussetzungen für Berücksichtigungszeiten zusätzlich ein Zuschlag an Entgeltpunkten zu leisten ist, wenn sie mit Pflichtbeitragszeiten zusammenfallen. Indirekt, weil die Berücksichtigungszeiten im Rahmen der Berechnung des sogenannten Gesamtleistungswertes eine bestimmte Höhe an Entgeltpunkten zugeordnet bekommen, welche dann auch dazu führen, dass der Gesamtleistungswert der Höhe nach steigen kann. Mit dem Gesamtleistungswert werden zum Beispiel Entgeltpunkte oder zusätzliche Entgeltpunkte für beitragsfreie Zeiten wie zum Beispiel Zurechnungszeit bei einer Erwerbsminderungsrente berechnet. Also ist es wichtig, dass der Gesamtleistungswert auch hoch ist und deshalb spielen Berücksichtigungszeiten da auch eine wichtige Rolle. Berücksichtigungszeiten haben großen Einfluss auf Rentenansprüche und die Höhe der Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.